Huub Stevens bei seinem vielleicht letzten Gang zur VfB-Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel. Stuttgarts Trainer ist schwer angeschlagen. Eigentlich geht es nur noch darum, wann er gehen muss, nicht ob. Die Partie gegen die Hertha gilt als Schicksalsspiel für ihn, auch wenn er die Bedeutung natürlich herunterspielt. Wir haben noch, glaube ich, 11 Spiele, oder? Jedes Spiel ist wichtig. Und das erste ist immer das Wichtigste. Da sage ich nichts Falsches, glaube ich. Aber man muss aufpassen, ja? Dass man nichts Falsches sagt. Er weiß, wovon er redet. Nach der 1:2-Pleite gegen Hoffenheim Mitte Februar hatte er öffentlich zugegeben, Zitat, ratlos zu sein. Nicht förderlich, wenn man als Trainer ohnehin in der Kritik steht. Verbessert hat sich die Situation seitdem nicht. Ein Punkt aus 2 Spielen, immer noch Platz 18. Dazu kommt der offene Streit zwischen Ralf Rangnick und VfB-Sportvorstand Robin Dutt. Rangnick hatte nach der Entlassung von Alexander Zorninger bei RB Leipzig behauptet, dieser werde spätestens im Sommer Trainer beim VfB. Dutt nannte diese Aussage respektlos, auch wenn Rangnick recht haben dürfte. Stevens, der vierte Protagonist, gibt sich zumindest unbeeindruckt. Das war früher doch auch so, dass bestimmte Leute sich geäußert haben. Aber glaub mir eins, ich glaube, der Verein hat gut reagiert. Ja, und ich begib mich nicht auf bestimmte Ebene. Das tue ich nicht. Stevens gelassen, aber vielleicht bald schon arbeitslos. Eine Niederlage gegen Hertha würde er nicht überstehen, allein weil die Lobby im Umfeld fehlt. Wenn man dieses Spiel verliert, dann muss ich ja als Verein auch handeln. Dann bin ich ja auch in der Pflicht. Dann kann ich ja nicht zuschauen, also tatenlos zuschauen. Aber ich denke, das weiß Huub Stevens auch. Wenn dieses Spiel verloren geht, dass der Verein einfach da in der Pflicht ist, dann auch was in der Trainerfrage eben zu tun. Gegen Hertha wird Huub Stevens noch auf der Bank sitzen. Was danach passiert, liegt kaum noch in seinen Händen. Dass er auch nach der Saison noch VfB-Trainer ist, ist jedenfalls mehr als fraglich.